Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion mit eurem Ulinator. So, weiter geht es mit der Mission Gearscore. Zwei Instanzen im normalen Modus kennen wir noch nicht. Die habe ich jetzt beide angemeldet und wir sind jetzt schon eine Weile wieder in der Warteschlange. Wie ihr hier sehen könnt, 12 Minuten. Ich weiß nicht, wenn das hier losgeht. Wie üblich werde ich mich wieder melden, wenn die Warteschlange aufgeht. Und ich möchte jetzt noch mal auf ein paar nette Kommentare eingehen von euch. Und zwar, jetzt muss ich mal hier auf den anderen Monitor gucken. Viele Leute von euch wollen mir helfen. Das finde ich total super und dufte. Das ist wirklich echte Anteilnahme. Aber es ist einfach so, ich mache hier ein Let's Play von einem Char und nehme wirklich jeden Schritt auf. Und da ist man natürlich viel, viel, viel langsamer, als wenn man WoW ohne Aufnahme durchspielt. Das dürft ihr nie vergessen. Und einer hat mir auch geschrieben, das hat mir richtig zu denken gegeben. Moment, ich guck mal kurz. Das war ein cooler Tipp hier von einem Nutzer, der heißt Sleep Too Long. Grüße an dich an dieser Stelle. Und er hat geschrieben, du kannst auch anfangen, dich auf Argus durchzuquesten. Da geben die dir World Quest Items mit einem Gearscore von 885 bis 895. Das klingt natürlich jetzt zuerst ziemlich gut, das ist ja klar, weil wenn ich mir angucke, was ich hier für Sachen bekomme, völlig klar, ja, ich bin ja auch Itemgeil. Aber um mit Argus anfangen zu können, brauche ich einen Moment, gucke ich mal kurz, einen freundlichen Ruf bei den Fraktionen der verheerten Inseln. Und wer dieses Let's Play aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass mir eine Fraktion noch fehlt, und zwar, Moment... Ihr wisst, ich bin ja jetzt gerade in Suramar. Ich möchte jetzt hier Suramar durchspielen. Ich möchte wirklich jedes Gebiet durchspielen. Und was mir noch komplett fehlt, ist Valshara. Und bei Valshara brauche ich auch den freundlichen Ruf bei den Traumwebern. Ohne die geht es leider nicht. Und wenn ich diesen freundlichen Ruf bei den Traumwebern nicht habe, dann kann ich auch nicht anfangen mit den Worldquests und auch nicht anfangen mit dem Argus. Also auf jeden Fall, der Plan ist, dass ich... hier weitermache, Suramar erstmal fertig queste und dann kommt danach Valshara dran. Und wenn Valshara durch ist, habe ich den freundlichen Ruf und dann kommen wir auch in den Argus. Also nur Geduld, Freunde. Hier geht alles ein bisschen langsamer. Das ist einfach, wie gesagt, der Tatsache geschuldet, dass hier wirklich jeder Step aufgenommen wird von diesem Char. Das heißt wirklich ein Let's Play. Von Anfang bis Ende durch, jede Quest mit angefangen von Level 100, wer das gesehen hat, bis jetzt zu dieser Stelle, das wird alles aufgenommen, es wird alles gerendert, es wird alles geschnitten, es wird alles hochgeladen, dann noch mit Job, mit Familie und so weiter, das ist einfach so, schneller geht es nicht. Ich kann höchstens schneller in den Endcontent kommen mit dem nächsten Addon, wenn ich einfach sage, ich level ohne aufnehmen, ja, dann mache ich das in 2-3 Tagen, bin ich maximal Level und von da ab nehme ich auf, mache nur noch Instanzen, mache nur noch Worldquests und so weiter, dann bin ich natürlich viel früher dran mit dem, was wo ihr schon dran seid, das ist ja klar, vielleicht würde ich dann auch noch mehr Zuschauer erreichen, das ist auch klar, aber mir geht es einfach darum, dass ich die Levelphase, das Entdecken, das Erforschen, das Erkunden einfach dass das, ja, diesen Weg, den der Char geht, wenn er levelt, den möchte ich festhalten. Und das ist eben dann natürlich langsamer, als wenn man normal spielt. So, wie gesagt, ich werde mich wieder zurückmelden. Jetzt schalte ich hier nochmal um. 15 Minuten sind wir in der Warteschlange. Ich werde mich wieder zurückmelden, wenn die Schlange aufgegangen ist. Und dann machen wir hier weiter mit den letzten verbliebenen normalen Innis. Und auf jeden Fall bis gleich. Tschüss. So, und dann sind wir wieder da mit dem Seelenschlund einer Instanz, die wir hier zusammen noch nicht gesehen haben. So, Aufnahme läuft, Bild ist umgeschaltet. Wunderbar, wir können loslegen. Die mounten alle auf, die Typen. Wow, die... Das geht jetzt nicht mehr, weil die jetzt im Kampf sind. Der Seelenschlund. Ich blende mal das Interface aus, weil ich sehe diese Instanz jetzt das erste Mal. Auch relativ düster hier. Mehr grüne Farbgebung. Ah, da unten liegen Geisterschiffe. Eure Seelen
werden auf ewig in den Fluten der Unterwelt treiben. So, und dann nehme ich erstmal wieder den Tank in den Fokus. Moment. So, da ist er. Und wir kommen auch schon, so wie es aussieht, zum ersten Boss. Glaube ich. Ja, ich glaube. Das ist der erste Bossfight. Den habe ich schon zur Hälfte verpennt, so wie es aussieht. Ymiron, der gefallene König, wurde besiegt. Eine super Gruppe und ich bekomme auch ein episches Item. Sehr schön. Oh, geil. Boah, da habe ich gerade einen Finger gezeigt, was? Ihr wollt nach Helheim? Euer Wunsch bei mir befehlen. Sehr geil, sehr geil. Das war ja eine coole Cutscene. Wo bin ich jetzt hier? Muss ich hier was anklicken? Ah, okay, die kämpfen schon. Boah, das ist geil hier. Warte mal, ich mach mal wieder Interface weg. Wo sind wir jetzt hier? Sind wir an Bord von so einem Schiff oder? Das sieht extrem cool aus. Schön zu sehen, dass wenn ich Damage mache, das auch noch einen kleinen Unterschied macht. Aber ich will mich jetzt auch nicht schlechter machen, als ich bin. Das muss jetzt auch mal aufhören, Freunde, denn ich habe ja oft genug gesagt, ich gehöre zur alten Garde. Das ist nicht das erste Mal, dass ich WoW spiele und auch nicht mein erstes Add-on. Ganz schön cool. Wo ist der Tank? Da ist er. Ich glaube, die sind hier. Ich habe keine Akro gezogen, zum Glück. Was ist denn das eigentlich für eine Gruppe hier? Ja, hier, die haben alle... Der Tank hat schon 8k Life. Das ist wahrscheinlich nicht viel, aber für mich ist es viel. Geile Instanz. Sehr geil. Wir sind richtig... Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ob das ein Schiff ist oder ob das eine Festung ist. Sieht auf jeden Fall echt hammermäßig aus. So, der nächste Boss. Setzt euch nur. Ich bekomme meinen Lohn. Und der ist auch schon wieder. Der ist auch schon wieder down. So schnell kann man überhaupt nicht gucken. Geile Musik. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich stehe wahnsinnig auf gute Filmmusik. Schon als Kind war das so bei mir. Wenn ich irgendeinen Film geguckt habe, den ich geil fand, habe ich mir ganz oft die Soundtracks gekauft davon. Und habe dann die Soundtracks gesuchtet von diesen Filmen. Jetzt sichert die Nagelfahrt!
Wasser als ein Tod auf See. Ihr werdet bereuen, in mein Reich eingedrungen zu sein. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ihr seid weit genug gekommen. Zeit zu sterben. Dafür werdet ihr bezahlen. Ich verliere die Geduld. Euer Schicksal regnet auf euch nieder. Fügt euch eurem Schicksal. Nein! Das ist unmöglich! Was seid ihr für Kreaturen? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Helja besiegt. Ja, genau, das ist Helja, wusste ich. Oh, schaut euch das mal an, hey. Guckt euch mal diesen Wellengang an hier. Wie geil ist das denn? Und jetzt kommt die Alte genau hier durch. Na also, jetzt machen wir die kalt. Wenn wir können, aber die hat unglaublich viel HP. Ich glaube, dass die... Euer Schicksal regnet auf euch nieder. Dass dieser Kampf nicht bis zum Schluss gehen wird. Na also, habe ich's doch gesagt. Der Seelenschlund. Schon sind wir damit durch. Die See ist unbezwingbar. Oh, hey. Warte mal, ich muss euch mal das Meer hier zeigen. Guckt euch das mal an hier. Das ist ja abgefahren, oder? Ich mach mal meine Birne weg. Das sieht ja arschgeil aus. Wie gesagt, ich sehe das zum ersten Mal, aber das ist ja völlig unheimlich hier. Völlig unheimlich. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier noch was bekommen habe. Nein, aber ein episches Item habe ich ja schon bekommen. Jetzt werde ich mal gucken, was das ist, ob mir das was bringt. Ach, das ist ein scheiß Artefaktrelikt. Das ist nur für den Bogen. Okay, sorry, wenn ich hier so... Aha, okay, das ersetzt Azurschwingen Arklist. Wo habe ich das? Hier. Ja, komm, dann setzen wir das einfach hier rein. So. Jetzt ist der Bogen auf jeden Fall etwas mächtiger, aber das, was ich vorhatte, habe ich leider nicht erreicht. Nämlich ein bisschen weiter zu kommen, was den Gearscore angeht. Ich habe allmählich auch den Verdacht... Nee, ich habe ja was bekommen. Daran kann es nicht liegen. Ich habe schon gedacht, ob ich nur was bekomme, wenn ich über die Zufallswarteschlange reingehe mit einer Zufallsinni, aber das darf eigentlich keinen Unterschied machen. Eigentlich darf das keinen Unterschied machen. Okay, also, dann werde ich jetzt Folgendes machen. Jetzt werde ich die nächste Instanz anmelden. Und werde mich dann wieder bei euch melden. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen da und ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge World of Warcraft Legion wieder. Also, bis dann. Tschüss.